Siehe. Keine Chance, Söhnchen. Das bringe ich dir erst bei, wenn du diesen dummen Vogel los bist. Wie witzig. Okay. Na gut, von der Trendplattform ist, wissen wir ja. Dann gehe ich hier vielleicht dann gleich wieder zurück. Pump Room. Das ist eine leere Honigwabe. Achso, Moment, aber das Gitter, das sieht doch ziemlich... Au! Das Gitter sieht doch eigentlich so aus, als könnte man das so kaputt machen. Oder auch nicht. Aber vielleicht mit einer Granate oder so? Ja. Ah, geht doch. Wofür Granaten so gut sind. Oh, man kann ja so reingehen. Pumpmaster 2. Luftschloss Pumpraum. Oh, das ist eigentlich eine lustige Idee. Dann können wir das Luftschloss draußen aufpumpen. Ja, ja, ja. Oh. Das ist eindeutig ein Banjo-Schalter. Und das ist eindeutig ein Kazooie-Schalter. Interessant. Durch eine Abfolge von drei unterschiedlichen Schlägen ertönt die Glocke. Durch eine Abfolge? Achso, das ist wahrscheinlich für den Kaktus draußen gemeint. Also tippe ich jetzt einfach mal an. Ja. Abfolge von drei unterschiedlichen Schlägen. Gut. Halt, nee, Moment. Dort hinten in der Ecke? Nee, die blinken einfach nur so vor sich an. Ich glaube, ja, da macht es... Also in dem Raum macht es tatsächlich Sinn, wenn ich mir irgendwo eine Trennplattform suche. Aber hier draußen gibt es keine Trennplattform, oder? Das würde mir vieles vereinfachen. Ist das da hinten ein Warner Brothers Schild? Nein, das sah nur so aus. Ich hätte es ja erst für ein Warner Brothers Schild gehalten. Ich weiß nicht genau warum. Seltsam. Na gut. La 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 la. Oder habe ich mich verguckt und da irgendwo weiter rechts neben der Tür? Nee. Wie konnte ich da ein Warner Brothers Schild erkennen? Egal. Hier haben wir unsere Trennplattform. Wunderbar. Interagieren. Zum Glück haben wir den Move gelernt. Also, jetzt kann Banjo aber erstmal dort hinten hinlaufen. Und sich seinen Super-Move abholen. Auch wenn er jetzt erstmal an dem Minjo vorbei muss. Ja. Yeah. Hoffentlich kommt er nicht hier hoch. Er sieht nicht so aus. Schleudersack. Banjo jetzt einen leeren Rucksack hat, mach damit ganz einfach die Bösen platt. Mit X schwingst du den Rucksack rundherum. Im Kampf gegen die Schurken das Optimum. Das ist dann alles. Weggetreten. Okay, cool. Jetzt hat Banjo auch für sich alleine eine Nahkampfattacke. Nämlich den Schleuderrucksack. Wow, der anscheinend echt mächtig ist. wie mir deucht. Und, scheint auch eine kleine Sprunghilfe zu sein. Also, es sieht zumindest so aus, als könnte er so ein bisschen länger in der Luft bleiben. Aber vielleicht täuscht das auch für den Moment. Na gut, egal. Wir gehen da jetzt jedenfalls einfach mal rein. Das meinten die bunten Wolken. Ah, natürlich. Hab mir sowieso gewundert, wie das dann mit dem Tauschen funktionieren soll. Aber okay, alles klar. Dab, da, dab, dab, dab. Jetzt muss Kazooie nur noch irgendwie hier so hochspringen. Und dann dort hinten hin. Auf den Schalter. Und der Pumpmaster 2 läuft an. Hoffentlich ist da auch wirklich eine Luft drin. Ja, und das kleine Luftschlösschen wird aufgeblasen. Boah. Und jetzt kann man da drin bestimmt irgendwas total Tolles machen. Und man kann da draußen bestimmt noch irgendwas total Tolles machen. Super. Und irgendein Jinjo war zu hören. Vielleicht war das aber auch der Minjo. Ich glaube nämlich, die geben dieselben Geräusche von sich. Also Minjo und Jinjo. Aber um einen zu foppen gewissermaßen. Das ist so gemein. So, fake, ein Fake-Jinjo. Ja, zum Glück bin ich jetzt nicht in dicht reingesprungen. Also ich könnte dort reingehen. Oder aber ich könnte... Ich könnte... Hier einfach mal so nach oben springen. Denn hier oben ist bestimmt etwas ganz Tolles. Oder auch nicht. Wofür ist das gut? Hä? Ist nur wegen dir, oder? Ja, er macht diese Halbgeräusche. Warum sind wir jetzt hier hochgegangen? Hä? Boing! Nee. Wollt ihr mich verarschen? Ah, vielleicht für später oder so. Moment. Gehen wir erstmal rein. Vielleicht gibt es ja auch die Belohnung dann draußen oder irgendwie sowas in der Art. Aha, Luftschloss Vorhalle. Das sieht sehr Kazooie-mäßig aus. Ah, lass mich raten. Na gut, okay, draußen haben wir ja eine Trennplatte. Das können wir ja gleich ausprobieren. Gehen wir aber erstmal hier rein. Das ist ein Spiel für Profis und es erfordert Aerosucherkenntnisse. Diese Kenntnisse gehen dir abhanden, also verschwinde. Nein! Verdammt, wir brauchen hier erst einen Move. Scheiße. Aerosucher. Ja.
Hoffentlich gibt's den in dieser Welt. Gut. Dann machen wir erstmal was anderes. Und probieren mal das andere. Vielleicht können wir wenigstens das nur mit Kazooie machen. Das kann ja durchaus sein. Vielleicht muss Kazooie dafür aber auch irgendwas sagen. Ja, genau. Wie erwartet. Jetzt ist links nämlich offen und rechts ist zu. Aber anhand der Türen sieht man genau, was man wo benötigt. Hula Hoop. Willkommen beim Hula Hoop. Du musst in 60 Sekunden 30 Punkte erreichen. Soll ich dir die Regeln vorlesen? Nein. Kenne ich. Fertig. 3, 2, 1, los. Woher kenne ich das? Ganz einfach. Weil ich das vor kurzem erst gespielt habe. Zusammen mit Trizer, als wir den Multiplayer-Modus von Banjo-Tooie mal ein bisschen ausführlicher unter die Lupe genommen haben. Und, ja. War eine sehr, sehr interessante Sache. Ich finde es schade, dass Kazooie, wenn sie alleine unterwegs ist, nicht mal mehr flattern kann, so wie ich das sehe. Also es spielt sich momentan ein bisschen seltsam. Man hat irgendwie den Eindruck, der Vogel wäre ein bisschen flügellahm. Moment, so zack und zack und zack. Ich weiß auch nicht mal, hat sie irgendwas gesagt? Moment, wie viele Punkte das werden sollten? Waren es 60 oder waren es 60 Sekunden? Ich weiß jetzt nicht. Egal. Ja, Leute, es gab keine Punkte mehr. Das hätte Punkte geben müssen. Schnups. 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 Es wären keine 60 Punkte. Nie im Leben. Es wären 50. Reicht das? Nein, das kann nicht sein. Du gewinnst den Preis im Hula Hoop. Echt? Okay. Und den Preis gibt's tatsächlich. Den Preis gibt's tatsächlich da oben. Na gut. Dann gehen wir jetzt mal schnell wieder raus. Ein weiteres Spiel gefällig? Nö. Muss nicht sein. Oder? Oder nicht? Oder doch? Gibt's hier noch irgendetwas, wenn man einen bestimmten Highscore schlägt oder so? Mir war nämlich so, wenn wir mal bei den... Ich gucke mich ja gerne bei Gamerscore-Punkten oder so mal um. Und mir war so, ich hätte da irgendwo mal was gesehen. Bezüglich eines Minispiels oder so. Töte 20 Bösewichte? Nee, Gewinner. Ballons jeglicher Farbe sind okay. Sammle 60 oder mehr Punkte und du bist ein Gewinner. Ballons jeglicher Farbe. Könnte sein, dass es das andere Minispiel ist, wenn es das ist, was ich glaube. Okay, aber dann sollte Hula Hoop relativ egal sein für die Gamerscore-Punkte. Die sind nämlich hier... Also bei Banjo-Kazooie war es ziemlich einfach, die Gamerscore-Punkte zu bekommen. Oder vielleicht kam es mir auch einfach nur extrem einfach vor, weil ich Banjo-Kazooie so abgrundtief... Nein, das war das falsche Adjektiv. Weil ich Banjo-Kazooie einfach so unglaublich gut kann. Hab ich dort oben gerade was gesehen? Nee. Das ist nur der Schädel, oder? Den man dort... Wir gehen nochmal kurz hoch. Nur damit ich beim Eingang da gucken kann, ob dort oben noch irgendwas ist oder nicht. Achso, wir müssen ja sowieso hoch. Haha. Ja, so bekommen wir unsere Belohnung ja nicht. Nein, da ist unsere Belohnung. Schnupsen, schnupsen, drupsen, mupsen. So. 23. Und dort oben ist absolut mal rein gar nichts. Okay, ja. Wildwest-Szenario damit für den Moment abgeschlossen. Ja, vielleicht kam es mir bei Banjo-Kazooie auch einfach nur so einfach vor, weil ich einfach ein absoluter Gott in diesem Spiel bin. Aber es kann auch sein, dass die Gamerscore-Punkte hier in Banjo-Tooie einfach nochmal eine Ecke schwieriger zu bekommen sind. Vielleicht ist das so, vielleicht aber auch nicht. Wie komme ich denn zu dir hoch, mein Gutester? Ach so. Ich hau dich jetzt, weil ich es kann. Und danach... Weiß ich nicht, gehen wir hier rüber? Schnups, schnups, schnups. Einfach nur gerade ausdrücken. Nur gerade ausdrücken. Und fertig. Das sieht mir sehr schaltermäßig aus. Jo. Drücke B und genieße den atemberaubenden Anblick der Weltraumzone von der Gondel aus. Drücken wir einfach mal. Keine Ahnung. Gibt es irgendetwas, wenn man nur das Seil entlang balanciert? Kameraperspektive ist jetzt günstig, aber eigentlich sieht man hier nichts. Kann natürlich auch sein, dass wegen der Zwischensequenz alles ausgeblendet wird, was extrem scheiße wäre, aber... Oh, aber da oben ist eine leere Honigwabe. Huhuhuhu. Oh, das ist cool. So. Ich hole mir meine leere Honigwabe. Und erfreue mich daran, dass ich jetzt in der Weltraumzone bin?
Ein Vergnügungspark mit verschiedenen Themen. Das ist echt klasse. So lobt man sich das. Und hier gibt es sogar ja, Aliens, die den Hammer schwingen. Faszinierend. Hm. Irgendwie... Wie kommt man denn dort oben hin? Das ist eine sehr interessante Frage. Weil dort gibt es... Sorcerer of Peril... Irgendwas. Da gibt es keine Leiter oder irgendwie sowas, oder? Kommt man dann von hier aus drauf? Nee. Der Abstand ist... Banjo. Spring doch mal dahin. Dankeschön. Der Abstand von hier ist groß. Kann man nicht auf die andere Plattform springen. Da drüben ist nur wieder ein Eingang... Für einen Geldtransporter oder so. Na gut. Lassen wir das für den Moment mal gut sein. Aber ich finde es faszinierend. Selbst auf diese Plattform hier gibt es scheinbar keinen richtigen Weg. Also man musste den Lift nehmen. Ansonsten hat man hier auch absolut keine Chance. Gut. Aktivieren wir erstmal diese lustige Warp-Plattform. Die uns sicherlich noch das eine oder andere Mal einen guten Dienst erweisen wird. Sehen, dass wir hier eine neue Fähigkeit lernen können von Gemgers. Das finde ich sehr schön. Das dürfte dann vielleicht auch die letzte Fähigkeit hier sein. Vielleicht ist das sogar der Aerosucher. Tatsächlich. Eier schießen hält gesund sowohl Vogel wie Bär. Doch aus der Luft noch um einiges mehr. Mit Y ist gleich dein Sucher an. Und drücke LT oder RT, so schießt du dann von oben. Was? Das ist dann alles. Weggetreten. Boing. Irgendjemand hatte gesagt, dass eine lustige Animation eventuell kommt, wenn man einen bestimmten Knopf drückt. Wenn man gerade einen neuen Move von Gemgers lernt. Ich habe dann später auch begriffen, also beziehungsweise was derjenige meinte, der den Kommentar geschrieben hatte. Aber ich glaube, das ist zufallsabhängig. Da muss man nicht unbedingt einen Knopf drücken. Weil ich bin der Meinung, sowas auf dem N64 auch mal gesehen zu haben. Aber kann mich meine Erinnerung natürlich auch trügen. Auf der Suche nach den Kindern, suche im Feuerfuriosum, im Sternkreisel, im Luftschloss oder im Scootersaal. War es nicht nur drei Kinder? Warum nennt er mir jetzt vier Orte? Das hier sieht sehr Jumbo-Mumbo-mäßig aus. Mumbo-Jumbo. Weshalb wir hier momentan wohl noch nicht rein können, nehme ich an. Genau, weil der Strom, die Stromzufuhr wahrscheinlich für das Ding einfach nicht an ist. Was traurig ist irgendwie. Ja. Weil jetzt können wir hier relativ wenig machen. Hier hinter ist der Notenschlüssel. Interessant. Achso, nee, aber wir können hier einfach mal reingehen. Die Hauptattraktion besuchen, natürlich. Gut. Der Sternenkreisel. Aha. Wir können dann auch gleich ein Kind sein. Das ist ja super. Mein Kater schmeißt irgendwelche Teller durch die Gegend. Das hat mich jetzt ein ganz klein wenig erschrocken. Zum Glück erschreckt er mich nur ab und zu während meiner Aufnahmen. Oh ja. Manche schreiben mir immer wieder, ist es nicht absolut nervtötend, irgendwie einen Kater dabei sich zu haben, wenn man irgendwie Aufnahmen macht? Und lenkt er dich nicht die ganze Zeit ab? Die Antwort ist schlicht und ergreifend, nein, er lenkt nicht ab. Das ist ein Minjo, verdammt. Er lenkt nicht ab. Was allerdings auch daran liegen könnte, auch hier brauchen wir Mumbo Jumbo. Was allerdings auch daran liegen könnte, dass Kater, die wunderbar tolle Eigenschaft haben, den halben Tag zu schlafen. Und deswegen sind die meistens sowieso nicht aktiv, vor allem mein Kater ist nicht aktiv, wenn ich irgendwie Let's Plays aufnehme oder so. Ab und zu ist es dann eben so, dass er dann doch irgendwie in der Gegend herumschlawinert, aber das kann ich mir schlecht verbieten. Er ist ein freier Kater und er darf in meiner Wohnung selbstständig machen, was er will. So, jetzt haben wir nur das Problem, dass ich hier jetzt ohne Mumbo im Sternkreisel auch extrem wenig machen kann. Kann das sein? Sieht für mich fast so aus. Das hier in der Seite, das kann ich nicht aktivieren, oder? Das sieht zwar irgendwie so aus, als könnte man hier irgendwas machen, aber ich glaube irgendwie nicht. Au. Ach ja, ihr kleinen Süßen. Das finde ich voll doof, dass sie so schnell spawnen, jetzt mal ehrlich. Ich kann doch echt mal sagen, einmal tot, immer tot. Oder zumindest für das Gebiet. Wenn ich aus dem Gebiet rein und rausgehe, dann verstehe ich das vielleicht noch. Aber nicht innerhalb desselben Gebietes dann respawnen. Sowas ist immer scheiße. Ja, jetzt ist ja aber relativ wenig. Gut. Also, Weltraumkacke können wir momentan nicht machen, weil kein Mumbo Jumbo. Wo auch immer sich der hier übrigens aufhalten mag. So ein Großzelt, keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach mal, da wir den Aerosucher ja mittlerweile haben. Gehen wir jetzt einfach mal zurück zum Luftschloss und... Schön geschossen!
Schön geschossen, Slot Machine. Wir gehen jetzt einfach mal hier zurück zum Crazy Castle und versuchen mal dieses andere Minispiel jetzt irgendwie auch noch zu gewinnen. Dann haben wir zumindest in der Ecke vermutlich alles geholt oder so? Fragezeichen? Ich weiß nicht mehr.